So, jetzt hier die Auflösung. Ich weiß, das war jetzt schon gar nicht mehr so leicht, aber wenn ihr das hinbekommt, dann seid ihr erstmal sowieso auf der sicheren Seite. Also, der Anfang ist noch relativ klar. Also, wir haben Select Name from Accounts, wer Gold ist größer 500 und es darf nicht existieren, dass der Spieler ein Reittier besitzt. Das machen wir dann über dieses Tupel, haben wir gerade alles schon gesehen. Jetzt kommt der Teil der Spieler des höchsten Levels. Ich habe gerade schon mal gesagt, dass man das umformen kann zu: Es gibt keinen Spieler, dessen Level höher ist. So, das heißt, wir sagen jetzt, zusätzlich soll nicht existieren ein Spieler, dessen Level höher ist. Also gib mir alles aus Accounts Egg, ich habe es wieder umbenannt, wo Account, also Egg.level, ist größer als Accounts.level. Hier habe ich jetzt oben das nicht umbenannt. Also Accounts.level ist mein Spieler, den ich gerade überprüfe. Und jetzt soll es keinen geben, keinen anderen wohlgemerkt. Also hier steht nochmal hinter: Account-Name ungleich Eckpunktname. Also es soll nicht existieren, dass es einen anderen Spieler gibt, für den gilt, dass Eckpunkt-Level größer Accounts-Level ist. Also im Prinzip genau das hingeschrieben, was ich gerade gesagt habe. Es gibt keinen Spieler, keinen anderen Spieler, dessen Level höher ist als meiner. Damit weiß ich, dass ich den Spieler des höchsten Levels habe. Ich weiß schon, dass er kein Reittier hat. Ich weiß, dass er mehr als 500 Gold hat. Das habe ich vorher alles schon getestet. Dann bin ich fertig, kann ihn ausgeben und da haben wir nur noch einen. So viel eigentlich zu all dem, was ich euch erzählen wollte. Dann habt ihr schon die gesamten SQL-Grundlagen verstanden, wenn ihr das hinbekommen habt. Es gibt noch massig andere Befehle, da kann man sich wochenlang mit beschäftigen. Aber das waren auf jeden Fall so die wichtigsten Sachen, um schon ordentliche Queries stellen zu können. Ihr seht ja schon, das ist schon gar nicht mehr so ein kleines Teil. Und damit seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, wie immer, wenn noch irgendwelche Fragen sind, kommentieren, wenn Wünsche, Anregungen, was auch immer sind, mir schreiben. Ich gucke mal, was ich machen kann. Dann bis zum nächsten Mal.